Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuseher im Livestream, ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer bewährten wöchentlichen Pressekonferenz in der letzten Plenarwoche dieser Legislatur begrüßen, die diesmal 3 Sitzungstage haben wird. Ich freue mich sehr, heute bei uns in der Pressekonferenz Herrn Professor Dr. Ingo Hahn in seiner Funktion als umweltpolitischen Sprecher begrüßen zu können. Er wird uns mehr über die Interpellation zum Kosten-Nutzen-Verhältnis der Klimaschutzmaßnahmen sowie den dramatischen Kosten der Energiewende berichten. Und natürlich wie immer begrüße ich auch unseren parlamentarischen Geschäftsführer Andreas Wienhardt, der uns einen Ausblick auf die parlamentarische Arbeit dieser spannenden letzten Plenarwoche geben wird. Und wie immer beginnen wir mit Herrn Andreas Wienhardt und dem parlamentarischen Ausblick. Bitte schön, Herr Wienhardt. Ja, vielen herzlichen Dank von meiner Seite. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen allseits. Und ich darf Ihnen wie immer einen Ausblick auf die Woche geben. Sie wissen, wir haben das Ende der Legislaturperiode und wir waren fleißig bis zum Ende, wir sind auch fleißig bis zum Ende und haben auch diese Woche dann zur Plenarsitzung noch einen Dringlichkeitsantrag, den wir am Donnerstag einreichen werden. Heute beginnen wir als erstes mit der Aktuellen Stunde auf Vorschlag der Grünen diese Woche und da geht es mal wieder um das Thema Klima. Scheinbar haben die thematisch überhaupt nichts anderes mehr auf dem Schirm. Es ist sehr verwunderlich, dass man hier scheinbar imagebildende Maßnahmen nochmal setzen muss, kurz vor der Landtagswahl, dass man auch weiß, dass das die Grünen sind, die sich ums Klima kümmern. Gut, es gibt eigentlich dringendere Probleme in diesem Land. Wir hätten eine Vielzahl anderer Themen gesetzt für diese Aktuelle Stunde. Es brennt Land auf, Land ab. Und wir haben eigentlich viele Baustellen in Bayern, wo man mal anpacken müsste, auf die man auch wo man den Finger in die Wunde legen muss eigentlich, um das Versagen der Staatsregierung hier in Bayern nochmal zu brandmarken. Aber man hat sich hier bei den Grünen mal wieder fürs Klima entschieden. Es ist sehr bedauerlich, aber da sieht man halt auch die Prioritätensetzung der Grünen, dass es eher das Klima ist als die Menschen in Bayern. Dann haben wir tatsächlich nochmal Wahlen von berufsrichterlichen Mitgliedern des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes. Da werden wir dann auch im Herbst nochmal größere Veränderungen haben. Und dann geht es in den Schlussbericht zum zweiten Untersuchungsausschuss des Landtags zur weiteren Aufklärung des sogenannten NSU-Komplexes. Unser Vertreter im Ausschuss, der Herr Abgeordnete Graupner, wird dazu einen Bericht vorstellen, den wir auch selber im Anhang des großen Berichts verfasst haben und da unsere Schlüsse aus dem gesamten Untersuchungsausschuss nochmal vortragen. Dann haben wir die Gesetzesentwürfe, die in zweiter Lesung nochmal beraten werden. Das ist eine ganze Reihe. Ich spare Ihnen das jetzt, das alles vorzulesen. Hier haben wir uns eigentlich der Meinung im Ältestenrat angeschlossen, dass wir vieles davon schlicht und ergreifend ohne Aussprache heute beschließen wollen, weil es viele kleine unstrittige Änderungen sind. Aber morgen geht es dann zur Sache und wir beginnen ja morgen gegen 9 Uhr und dann kommt das Bayerische Verfassungsschutzgesetz und das Datenschutzgesetz aufs Tableau und da wird der Kollege Schiffers dazu Stellung nehmen aus unserer Sicht und hier nochmal sagen, was beim Verfassungsschutz alles schiefläuft. Sie wissen ja, uns wurde ja die gesamte Legislaturperiode der Sitz im parlamentarischen Kontrollgremium vorenthalten. Jetzt will man hier am Verfassungsschutzgesetz rumspielen. Ist auch bitter nötig, denn die Gerichte haben das auch vorgeschrieben. Nichtsdestotrotz, wir brauchen hier parlamentarische Beteiligung in der Kontrolle von allen Fraktionen. Und das kann nicht nach Gutdünken von etablierten Parteien gehen, sondern hier brauchen wir ein faires Verfahren. Und so wie es in der Vergangenheit gehandhabt wurde, kann es und darf es nicht mehr weitergehen. Dann haben wir die zweite Lesung zur Änderung der Bayerischen Bauordnung, nämlich Abschaffung der Sonderregeln im Abstandsflächenrecht. Hier wird der Kollege Bergmüller für uns das Wort ergreifen. Dann haben wir die Änderung der Verfassung des Freistaats Bayern und Gesetz über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof, ein Vorschlag von den Grünen, den wir selbstverständlich ablehnen werden. Wir haben Deutsch als Landes- und Amtssprache sowie Schutz der deutschen Sprache und der in Bayern gesprochenen Dialekte, ein
Gesetzentwurf aus dem Hause Hahn sozusagen. Ja. Und da wird auch der Ingo Hahn entsprechend dazu nochmal Stellung nehmen in zweiter Lesung. Dann haben wir den Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes, hauptsächlich hier zum Schutz der bayerischen Kulturlandschaft und nachhaltiger Flächennutzung. Auch hier wird der Kollege Bergmüller dazu Stellung nehmen. Dann haben wir den Schlussbericht des Untersuchungsausschusses zur zweiten Stammstrecke. Da wird der Kollege Hahn im Nachgang noch mal ausführlich dazu eingehen, wie viele Milliarden hier vergraben werden. Und dann geht es am Nachmittag weiter mit den Änderungen zum Pflege- und Wohnqualitätsgesetz sowie weitere Rechtsvorschriften. Da wird der Kollege Magal, unser Pflegeexperte, entsprechend darauf eingehen, was wir hier aus Sicht der AfD geändert haben wollen. Sie wissen, dass die CSU dieses Thema nur halbherzig angegangen ist. Sie kennen die Vorfälle in Augsburg und in Schliersee. Und im Nachgang ist ja dieses Gesetz entstanden, wo wir Menschen, die pflegebedürftig sind, eine gewisse oder höhere Qualität garantieren wollen. Auch hier haben wir uns entsprechend eingebracht im Gesetzgebungsprozess. Und der Kollege Magal wird unsere Position nochmal explizit vorstellen, wo wir uns auch von vielen anderen unterscheiden. Dann haben wir die Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes und weitere Rechtsvorschriften im Bereich, aus dem Bereich des Inneren. Auch hier wird der Kollege Graupner für uns Stellung nehmen. Und wir stehen ja diesem Gesetzentwurf durchaus positiv gegenüber, sehen hier zahlreiche positive Veränderungen, haben auch einen eigenen Änderungsantrag dazu eingebracht, wo wir noch Nachbesserungsbedarf gesehen haben. Dann haben wir den Gesetzentwurf für ein bayerisches Gesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestlohn im öffentlichen Auftragswesen. Hier wird der Kollege Mannes, unser wirtschaftspolitischer Sprecher, dazu Stellung nehmen. Dann haben wir unseren eigenen Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen und nämlich zur Einführung der berufsbildenden höheren Schulen als Schulart im Freistaat Bayern. Ein unserer Meinung nach wichtiger Baustein, der noch fehlt in der bayerischen Bildungslandschaft, um hier auch Menschen, die das Abitur anstreben, gleichzeitig eine Berufsausbildung zu garantieren. Und hier wird der bildungspolitische Sprecher Oskar Atzinger dazu ausführlich nochmal Stellung nehmen und diesen Gesetzentwurf entsprechend verteidigen. Dann haben wir als nächstes auf der Tagesordnung den Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes und des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze. Hier geht es um die demokratische Legitimierung einer Landeselternvertretung im Kita-Bereich. Es geht also hier den Antragstellern FDP, SPD und Grünen, da spricht der Ampel, nicht darum, dass man für Kinder was tut, sondern es geht darum, dass die Muttis und Papis mehr Mitspracherecht haben, auch auf Landesebene. Die Frage, ob das den Kindern irgendwie ansatzweise weiterhilft, wir sehen das sehr, sehr kritisch. Und das wird der Kollege Schiffers, unser jugendpolitischer Sprecher, entsprechend nochmal auf den Tisch bringen, dass wir diesen Gesetzentwurf klar ablehnen. Wir brauchen endlich mehr Betreuung für die Kinder, wir brauchen einen besseren Betreuungsschlüssel, wir brauchen mehr Erzieherinnen und Erzieher. Wir brauchen vor allem hier mehr Geld für die Kommunen, dass eine gute Kinderbetreuung geleistet wird. Aber was wir nicht brauchen, ist eine neue Geschwätzrunde auf Landesebene. Von dem her lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab. Dann haben wir den Gesetzentwurf zur Stärkung des Radverkehrs in Bayern. Dazu wird unser verkehrspolitischer Sprecher, der Kollege Henkel, dazu Stellung nehmen. Dann haben wir den Gesetzentwurf zur Änderung des Schulwegkostenfreiheitsgesetzes. Da wird bildungspolitischer Sprecher Oskar Atzinger dazu Stellung nehmen. Und wir haben natürlich das Medienthema vierter Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge. Da wird der Kollege Henkel als Rundfunkrat dazu Stellung nehmen. Dann haben wir Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes und Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes. Dazu spricht unser Mitglied Ausschuss für öffentlichen Dienst, der Kollege Stefan Löw. Und dann haben wir den Schlussbericht zum Untersuchungsausschuss bezüglich des Zukunftsmuseums in Nürnberg. Sie wissen ja, das war die Geschichte, wo die CSU eine größere Spende bekommen hat, dafür, dass hier scheinbar der Staat dann die Zweigstelle des Deutschen Museums in Nürnberg mit einem
extrem teuren, langfristigen und nicht kündbaren Pachtvertrag dann belohnt hat. Und da war unser Ausschussmitglied der Ferdinand Mang, und der wird auch hier diesen Schlussbericht für uns geben, in gleicher Weise, wie Sie das kennen. Wir haben natürlich auch wieder einen eigenen Schlussbericht verfasst. Dann haben wir zwei Eingaben, die Grünen und SPD unbedingt noch ins Plenum ziehen wollten. Es ging einmal um die Rückgabe entzogenen Kulturguts, da wird der Kollege Böhm dazu sprechen, und die Aufenthaltsduldung da wird der Kollege Singer dazu sprechen und der Kollege Böhm wird dazu sprechen, und zur Aufenthaltsduldung des Herrn Muhammad Wakwa Goraya. Das war eine Petition aus dem Eingaben- und Beschwerdeausschuss, und das war der SPD so wichtig, dass der Herr in Deutschland bleibt, dass man das nochmal ins Plenum hochzieht. Wir werden das aber trotzdem ablehnen. Und dann kommt noch die Interpellation als Highlight des Tages sozusagen, Evaluation der Kosten des Nutzens von kommunalen, regionalen und nationalen Klimaschutzmaßnahmen, wo der Kollege Hahn jetzt gleich explizit darauf eingehen wird. Und dann haben wir am nächsten Tag noch die Dringlichkeitsanträge, auf die wir uns natürlich auch freuen. Aber jetzt kommen wir zur Interpellation und zur zweiten Stammstrecke. Ingo, das Wort steht bei dir. Ja, vielen Dank für den interessanten Überblick, lieber Andreas Winnert. Und insofern können wir jetzt sozusagen vom Groben ins Detail gehen. Und man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich so, den Grünen fällt nichts anderes ein, als ihr Klimathema auch noch wieder in den Mittelpunkt des Dreierplenums zu stellen, wo wir jetzt drei Tage lang eigentlich versuchen, die wichtigen Sachen abzuarbeiten. Das heißt, wir starten mit einer aktuellen Stunde am heutigen Tag, und dort geht es vordergründig um Klimagerechtigkeit. Was mir hier wirklich aufstößt, ist, dass viele andere Dinge in diesem Land nicht mehr gerecht sind für unsere Leute, für unsere Bevölkerung. Ich erinnere daran, dass wir immer weniger netto vom Brutto haben, dass wir Unsummen an Milliarden in Kriegsgüter investieren und dann auch noch verschenken. Ich denke daran, dass die Energiewende ihre hohen Stromkosten generiert, die der kleine Mann eigentlich noch kaum noch zahlen kann. Wir sind ja weltweit damit an der Spitze. Momentan haben wir beim normalen Haushaltskunden 36 Cent pro Kilowattstunde. Das muss alles schon gedeckelt werden, damit es überhaupt nicht noch weiter durch die Decke geht. Das wäre mal ein Thema, wo man die Gerechtigkeit ansprechen könnte in unserer Gesellschaft. Nämlich, dass die Menschen, die in diesem Land hier hart etwas erarbeitet haben, und zwar über Generationen, dass die auch noch etwas davon haben. Stattdessen wird das Geld, was da zum Teil selber über die Europäische Zentralbank immer nachgedruckt wird, entwertet. Und die kleinen Leute haben immer weniger davon und müssen es dann auch noch dafür entwenden mit jeder Semmel, die sie kaufen, und ja, jedem Einkauf, den sie tätigen, dass CO2-Äquivalente damit bezahlt werden sollen. Also es soll weniger CO2 ausgestoßen werden, mit der großen Zielsetzung auf einer CO2-Neutralität. Und das alles mit dieser Hypothese, dass es ja die Ursache einer Klimaerwärmung sei. Wenn wir es uns jetzt anschauen, jetzt haben wir endlich mal wieder einen normalen Sommer, wo es auch mal schön warm ist, dass man mal baden gehen kann. Und genau zu diesem Zeitpunkt wird jetzt sozusagen diese Klima- und Erwärmungshysterie wieder getrieben. Aber bald wird der Winter schon wieder da sein und wir werden uns an den warmen Sommer eigentlich zurücksehen. Das jetzt ein bisschen am Thema sozusagen zur aktuellen Stunde. Das heißt, Gerechtigkeit muss insgesamt stattfinden. Bei Klima hat es schon mehr als viele Kosten verursacht. Ich nenne hier einfach mal jetzt auch in Hinsicht auf unsere Interpellation. Wir haben hier also Fragen gestellt und circa 100 Seiten einen dicken Bericht dazu bekommen. Das sieht erstmal gut aus, was sozusagen die Ministerien, die Staatsregierung hier geleistet hat in dem letzten Jahr. Das dauert ja immer eine Weile. Aber wenn man wirklich mal reinschaut in die Ergebnisse, wir haben also Folgendes wissen wollen. Ich lese es mal kurz vor. Welchen Effekt hatten die in Bayern zwischen 2015 und 2021 durchgeführten Maßnahmen auf die globale atmosphärische CO2-Konzentration im besten anzunehmenden Fall? Antwort der Staatsregierung:
nicht quantifizierbar. Wollten wir wissen, wie hoch waren im besten anzunehmenden Fall die vermiedene Erderwärmung durch die bayerischen Klimaschutzmaßnahmen der Jahre 2015 bis 2021 in Kelvin? Antwort: nicht quantifizierbar. Wir wollten wissen, wir haben in Erfahrung bringen wollen, wie hoch waren die Kosten jeweils in Euro pro Kelvin bzw. Euro pro ppm CO2. Auch dieses alles nicht quantifizierbar. Das bedeutet, es gibt gar keine Antworten darauf, keine seriösen Antworten darauf, wie viel wir überhaupt bewirken an CO2-Einsparung, was das ganze Geld ist. Es sind über 300 Millionen allein im Jahr 2021, was uns das überhaupt bringt. Weder an CO2-Einsparung in Einheiten, also Tonnen beispielsweise, noch dann an Zehntel, Hundertstel, Tausendstel Grad Erderwärmung. Keine Antwort. Das heißt, hier wird unglaublich viel Geld in die Hand genommen und man weiß eigentlich gar nicht, ob es irgendeinen Effekt hat. Und so soll das immer weitergehen. Die Summen steigern sich. Von Jahr zu Jahr wird immer mehr Geld ausgegeben für diese Klimaschutzmaßnahmen. Ich setze das mal in Anführungszeichen. Und die Resultate bleiben im Dunkeln. Man könnte sagen, eine Dunkelflaute der Erkenntnis. Ja, und diese 307 Millionen, die ausgegeben worden sind im vorletzten Jahr, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil, der offiziell unter Klimaschutzmaßnahmen Ausgaben firmiert. In Wirklichkeit sind die Ausgaben viel höher. Wir haben also auch gefragt, welche Stellen im Klimaschutz in Ministerien und so weiter ausgewiesen werden. Da konnte man uns auch nur 43 Stellen im Landesamt für Umwelt nennen und in den Ministerien wenige. In den ganzen anderen Organisationen wird das nicht genannt. Das heißt, die Ausgaben in Wirklichkeit sind viel, viel höher und die Auswirkungen sind im Dunkeln. Wahrscheinlich sind sie auch sehr, sehr klein, weil etwas wie das Weltklima kann man eben anthropogen nicht nach Belieben beeinflussen. Das heißt, das ist ein großes Thema. Wir sind auch froh, dass wir einfach mal diese Antwort bekommen haben, dass Sie eben keine Kenntnisse vom Erfolg haben und werden das dann auch thematisieren. Und das wäre das eine große Thema von mir. Und das andere große Thema ist der Untersuchungsausschuss zur zweiten Stammstrecke. Es war tatsächlich ein Kraftakt. Wir haben hier innerhalb eines halben Jahres haben wir Dutzende von Zeugen gehört. Da waren Leute dabei wie der Bahnchef Pofalla, der ehemalige Ministerpräsident Seehofer, der jetzige Ministerpräsident Söder. Und wir haben sozusagen gefragt, warum kam es zu dieser Zeitverzögerung? Ursprünglich sollte weit vor dem Jahr 2030, also 27, die zweite Stammstrecke in München unter der Erde fertig sein, wo die zweite S-Bahn-Linie lang geht, um den öffentlichen Nahverkehr zu entlasten. Jetzt ist man schon beim Jahr 2037, wo es fertig werden soll. Die Kosten sind explodiert. Am Anfang ist man ausgegangen von 3,8 Milliarden. Jetzt ist man schon offiziell bei 7,2 Milliarden. In der letzten Ausschusssitzung haben wir gesagt, wahrscheinlich wird es nicht unter 10 Milliarden sein. Keiner hat widersprochen, der Regierungsvertreter. Das heißt, die gehen auch von diesen enormen weiteren Kostensteigerungen aus. Und das sind alles Gelder, die von uns, vom Steuerzahler kommen. Wir haben noch nicht einen Meter Tunnelvortrieb in der neuen Stammstrecke. Die zwei großen Baustellen, die eine am Marienhof, die ist noch im Rohbau, die ist auch noch lange nicht fertig. Das heißt, es geht alles viel, viel langsamer, wird viel, viel teurer. Und wer hat jetzt die Verantwortung dafür? Und klar ist, dass es eine Kombination aus Deutscher Bahn und bayerischer Landesregierung ist, geführt immer von der CSU, damals unter Ministerpräsident Seehofer in die Verträge eingestiegen, die auch schon nicht günstig waren. Und dort wurde dann relativ zügig immer fortgebessert, wurden also Änderungen angebracht, auch von Herrn Seehofer direkt. Und seit Herr Söder das fortgeschrieben hat, hat man das Ganze eher ausgesessen. Man hat auch gar nicht mehr versucht zu verbessern. Und dann kam seine mögliche Kanzlerkandidatur im Jahr 2021, aus der ja nichts geworden ist, wie wir alle wissen. Und da war das Thema anscheinend nicht besonders angesagt, weil es ja ein Defizit, eine Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes vor der eigenen Haustür war.
Und da hat also Herr Söder das Thema totgeschwiegen und auch die ganzen Missstände, die damals schon bekannt waren bei der Deutschen Bahn und wo Informationen auch an die bayerische Landesregierung gegangen sind, die wurden nicht aufgegriffen. Leider, das bezahlen wir heute alles, was sozusagen da nicht gemacht worden ist von der Staatsregierung Söder. Und insofern ist es auch noch ein großes Mysterium, was in der Ministerratssitzung am 16. Juli 2019 passierte. Darüber bekommen wir auch keine Unterlagen, keine Einsicht in die Akten. Ich kann nur soweit sagen, dass der Staatskanzleiminister Herrmann gesagt hätte, ja, man hätte sich hauptsächlich um andere Dinge gekümmert. Was man aber zur zweiten Stammstrecke dort eigentlich hätte sagen müssen, das wird uns nicht direkt weitergegeben. Das heißt, viele Akten werden gewälzt, aber nicht alle dürfen eingesehen werden. Da bleibt ein Geschmäckle, dass das genau so gewollt war und Herr Söder sozusagen seine Kanzlerkandidatur absichtlich nicht mit eigenen Defiziten in Frage stellen wollte. Und höhere Staatsbeamte, die haben auch darauf hingewirkt, dass das nicht zum Thema wurde. Insofern wurde das alles sehr gut und auch, wie ich finde, von allen Fraktionen sachlich angegangen und aufgearbeitet, aber leider mit einem Ergebnis, was die ganze Misere der CSU-geführten Regierung hier in Bayern am Beispiel der Stammstrecke eigentlich deutlich macht. Und das werden wir natürlich auch dann im Plenum sagen. Insofern wäre es das von meiner Seite. Ich freue mich auf diese arbeitsreiche Woche mit 3 Sitzungstagen und gebe zurück Ihnen allen von meiner Seite aus eine gute Woche. Ja, vielen herzlichen Dank, Ingo. Sie sehen, wir bleiben an den harten Themen dran bis zum Ende der Legislatur. Und auch wenn jetzt die Sitzungstage enden, Sie können davon ausgehen, dass wir hier über den Sommer nicht untätig sind. Ich habe eine Anfrage noch bekommen, zu der ich auch gern Stellung nehme. Und zwar haben Sie der Presse entnommen, dass das Thema Brandmauer ja sehr, sehr viele Journalisten interessiert, beziehungsweise auch viele Bürgerinnen und Bürger draußen. Wie massiv ist diese Brandmauer hier im Bayerischen Landtag? Und da gab es ja vor allem vom Bayerischen Rundfunk, aber auch von der Süddeutschen hier Berichterstattung dazu und wir haben jetzt nochmal das zusammengetragen, welche Berichtsanträge hauptsächlich von uns zugestimmt wurde. Sie werden sehen, es sind hauptsächlich 4 Ausschüsse, wo das passiert ist und in den anderen hat man uns da halt außen vor gelassen, wie so viele Sachanträge, die man von der AfD einfach ignoriert hat, weil sie eben von der AfD kommen. Der Kollege Atschei von den Grünen war ja da ganz offen und ehrlich und hat in einem Interview das auch zugegeben, dass egal was von der AfD kommt, man das kategorisch ablehnt. Da sieht man, dass hier Sacharbeit nicht gewollt ist. Wir freuen uns, dass wir uns zumindest hier mit diesen 19 bis 20 Anträgen durchsetzen konnten. Und das waren im Folgenden. Also wir haben im Bereich des Landwirtschaftsausschusses die Anträge gehabt, also zum Berichtsantrag zur Inzuchtdepression bei bayerischen Wildtieren. Da ging es hauptsächlich um das Rotwild, das ja nur in Rotwildgebieten unterwegs ist. Diesen Bericht haben wir bekommen. Dann haben wir Möglichkeiten zur rechtzeitigen Bekämpfung von Engerlingbefällen auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen, auch im Landwirtschaftsausschuss. Dann haben wir die Auswirkungen des Green Deal auf die bayerische Landwirtschaftspolitik, schriftlicher und mündlicher Bericht im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Da haben wir sogar einen mündlichen Bericht bekommen, also nicht nur schriftlich runtergehandelt, wie es üblich ist, sondern sogar einen mündlichen Bericht und einen Bericht zu bedrohte Fischbestände in Bayern sowie die Entwicklung des Düngemittelmarkts in Bayern, ein schriftlicher und mündlicher Bericht im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Dann hatten wir im Gesundheitsausschuss einen Bericht zur Übernahme von Arztpraxen durch Investoren sowie einen Bericht der Staatsregierung zum DRG-System, also dem Fallpauschalensystem, das der Herr Lauterbach jetzt abschaffen will. Warum müssen Kliniken Gewinne machen? Fragezeichen haben wir gestellt. Ist uns auch alles von der Staatsregierung ordentlich beantwortet worden. Dann hatten wir im Wissenschaft- und Kunstausschuss Sicherstellung der Musikförderung durch die Stiftung Bayerischer Musikfonds, einen schriftlichen Bericht sowie Datendiebstahl an Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen in Bayern abwehren, Informationssicherheitssysteme auf den neuesten Stand bringen.
hierzu einen Bericht auch im Wissenschaftsausschuss. Dann hatten wir eine ganze Reihe an Anträgen, die wir im Wirtschaftsausschuss, also Wirtschafts- und Landesentwicklungsausschuss bekommen haben. Und zwar Stand Herausforderungen, Potenziale und Ausbaupläne von Pumpspeicherkraftwerken in Bayern, dann zur Fachkräftesituation in Bayern, dann zur Auf- und Ausbau der bayerischen Roboterindustrie, Betriebsfähigkeit der bayerischen Kernkraftwerke offenlegen, dann das Thema Auswirkungen auf bayerisch-ukrainische Wirtschaftsbeziehungen, Bericht der Staatsregierung, Auswirkungen auf bayerisch-russische Wirtschaftsbeziehungen, Bericht der Staatsregierung. Sowie, dann haben wir noch gehabt, sofortige und effektive Unterstützung für die bayerische Düngemittel- und Getränkeindustrie, Bericht der Staatsregierung. Hier ging es vor allem um die Grundstoffe, die wir für beides braucht. Dann haben wir bayerische Wirtschaft auf ein mögliches Embargo von russischem Erdgas vorbereiten, wie da der Stand der Dinge war. Dann haben wir Energie für Bayern, Stromnetz sicherstellen, ein Bericht zur Inbetriebnahme der geplanten Hochspannungsleitungen Südlink und Südostlink. Und nochmal aus dem Antragspaket Energie für Bayern, Gasversorgung sicherstellen, Bericht zur Gasversorgung in Bayern. Sie haben also gesehen, wir haben eine breite Palette hochaktueller Berichte hier gefordert. Das ist, glaube ich, auch ein Zeichen, dass die AfD hier nicht nur kontrovers unterwegs war, sondern für den Bürger in Bayern genau hingeschaut hat in dieser Legislaturperiode, wo es brennt. Und selbst die regierungsstützenden Parteien haben ja diese Anträge mitgetragen, zum Teil auch andere Oppositionsfraktionen wie SPD bzw. FDP. Die Grünen haben sie ja bekannterweise komplett verweigert. Aber Sie sehen, dass wir hier nicht die Ein-Themen-Partei sind, sondern extrem breit aufgestellt sind, zumindest in dem Bereich, wo man uns jetzt hier die Anträge genehmigt hat. Sie wissen natürlich auch, dass wir in allen Ausschüssen entsprechende Berichtsanträge gestellt haben und dass wir in allen Ausschüssen auch entsprechende Anträge zur Sacharbeit gestellt haben, plus diverse Interpellationen, wie wir heute wieder gesehen haben. Das war auch mehr als eine Handvoll über die ganzen 5 Jahre. Und wir haben auch etliche Gesetzentwürfe eingebracht, aber da werden wir Ihnen bei Gelegenheit noch eine kleine Statistik zukommen lassen, was wir hier die letzten 5 Jahre alles geleistet haben für Bayerns Bürgerinnen und Bürger. Dankeschön. Vielen Dank, meine Herren. Wenn es keine Fragen gibt, dann möchte ich mich bei Ihnen allen für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Sie alle für Ihre Treue und Ihr Interesse an der Arbeit der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag in der nun endenden Legislatur ganz herzlich bedanken. Wir hoffen und freuen uns auf ein Wiedersehen in der neuen Legislatur im Herbst nach den Landtagswahlen. Bis dahin lade ich Sie wie immer ein, uns diese spannende Woche, aber auch über den Sommer bis zum Wahlabend am 8. Oktober dieses Jahres über unsere Social-Media-Kanäle zu verfolgen. Wir wünschen Ihnen allen eine schöne und erfolgreiche Woche. Darüber hinaus wünschen wir alle aus dem Presse- und Social-Media-Team Ihnen auch einen erholsamen Sommer. Vielen Dank nochmals und ein herzliches Servus aus dem Bayerischen Landtag.